Der große Gotschesee. Noch bis vor 8 Jahren nicht viel mehr als ein tristes Braunkohleabbaugebiet im Südosten von Bitterfeld, präsentiert sich die Gotsche dank umfassender Renaturierungsmaßnahmen heute als ein wahres Angel- und Naherholungsparadies und ist zudem der momentan größte Tagebaurestsee Deutschlands. Gerade die Raubfischangler kommen auf dem riesigen, annähernd 1400 Hektar großen Gewässer voll auf ihre Kosten. Einfach ist das Angeln hier allerdings keineswegs, denn wie auf allen Großgewässern ist es auch hier auf der Gotsche nicht immer leicht, die Hechte, Barsche oder Zander zu finden. Eine beliebte Angelmethode ist daher das Schleppfischen. In Sachsen-Anhalt sogar mit Elektromotor erlaubt, bietet es dem Angler die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel Strecke zu machen und potenzielle Kanten und Abbrüche intensiv zu beangeln. Einer, der mit seinem Boot regelmäßig auf der Gotsche unterwegs ist, ist Frank Tetzlaff. Der Angelfachhändler aus Halle setzt dabei auch bei dem klaren Wasser des Sees auf grelle Köder. Und das mit Erfolg. Und das ist er, der letzte Esox des Tages. Zwar ist es erneut ein eher kleinerer Hecht, der letzte Fisch an diesem Tag ist er aber nicht. Da wollen wir Hechte schleppen. Die verarschen mich den ganzen Tag schon. Und jetzt kommt der Zander hier und macht das richtig rund hier. Sehr schön. Petri, heil. Petri, Dank. Es ist Dämmerung. Und da steigen die Zander vom Grund auf, gerade in der warmen Jahreszeit. Und das ist auch mal ein rasant geschleppter Wobbler. Richtig geil. 79 cm lang ist der Überraschungsfang von Sebastian. Ein eindeutiger Beweis, dass sich auch das gezielte Zanderangeln in der Gotsche lohnen kann. Der nächste Morgen steht dann aber wieder ganz im Zeichen von Meister Esox. Und erneut hat Frank mit einem grellen Wobbler Erfolg. Jetzt hatte ich hier geschleppt über die Kante bei 8 bis 10 Meter und da hat ja schön Hecht gebissen hier, war mit auf den Ilex-Wobbler. Petri, Frank. Ja, schönen Dank. Ne? Schöner Fisch. Nach diesem tollen Fisch bleiben weitere Bisse zunächst aus. Doch auch hierfür hat Frank ein Geheimrezept auf Lager. So, wenn ich mal einen Tag habe, wo es schwierig ist, viel Fehlbisse ich habe, dann angle ich mit Gummifisch und das ist von Paladin eines meiner erfolgreichsten Köder überhaupt. Wenn ich jetzt gezielt nur auf Hecht angle, setze ich einen relativ großen Drilling, den ich in der Mitte vom Köder befestige. Also gar nicht so weit jetzt nach hinten, weil der Hecht in der Mitte packt und man den Vorteil hat, durch diesen Angstdrilling, auch wenn der Fisch sich
schlägt und schüttelt, dass man ihn bekommt. Ich habe im Winter viele Fische mit diesem Köder gefangen und einige Hechte waren zum Schluss bloß am Angstdrilling fest, die sich ausgehebelt haben. Hier sieht man ganz deutlich ein paar Bissspuren. So. Dann bin ich zum Beispiel ein großer Fan von Geräuschkapseln, die ich hier in die Köder stecke. Ich ziehe jetzt mal eine raus. So. Und wie gesagt, über mehrere Jahre jetzt angle ich mit diesen Ködern und mit der Geräuschkapsel. Hier habe ich hinten noch eine quer. Die Hersteller von diesen Ködern haben direkt schon eine Geräuschkapsel drinne. Sie machen auch immer Folgendes, sie stecken die so rum rein. Ich bin aber der Meinung, weil der Schaufelschwanz hinten quer schlägt, dass ich die Geräuschkapsel quer reinschiebe und durch die Bewegung im Prinzip wieder zum Schütteln, zum Geräusche kommen. So, den Köder führe ich im Prinzip mit der Rute so, dass ich sozusagen ihn immer leicht schüttle und dadurch, wie gesagt, viele Fische auf das Geräusch reagieren, erstmal neugierig werden und den Köder folgen und man dann den Vorteil natürlich auch hat, wenn er einmal den Köder gesehen hat, auch zuzupacken. Zugepackt hat dann auch dieser Fisch. Genau über einer steilen Kante konnte er dem von Frank präparierten Gummifisch nicht widerstehen und bildet den krönenden Abschluss des Angeltages. Wasser, Petri! Wenn man sieht, was hier für Potenzial ist, Gewässer, die 6-7 Jahre geflutet sind, herrliche Fische und das in Sachsen-Anhalt in den Tagebau-Restlöchern. Ein passenderes Schlusswort kann man kaum finden, denn gerade die Gotsche ist ein Gewässer, von dem man in Zukunft wohl noch so einiges hören wird.